Yo Leute, was geht ab und willkommen bei der neuen Folge von... Heute zeige ich euch 10 der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Und los geht's. Eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist zum Beispiel Superman für Nintendo 64 aus dem Jahr 1999 von Titus Software. Was in anderen Spielen als Tutorial fungiert, ist hier Hauptgameplay. Bereits in den ersten Levels habt ihr nichts anderes zu tun, als durch Ringe zu fliegen. Und das ist durch die unpräzise Steuerung und miese Kamera beinahe unmöglich. Das Spiel ist natürlich auch sehr bekannt durch seine extrem grässliche Grafik, was seinesgleichen sucht. Das Spiel hat insgesamt eine Bewertung von 3,4 von Kritikern und 2,0 von der Gaming Community. Ist ja richtig gut angekommen. Das nächste Spiel heißt Alien Colonial Marines aus dem Jahr 2003. Dieses Spiel war über 7 Jahre in Entwicklung, das Budget wurde immer kleiner und trotzdem musste das Spiel natürlich wie immer zu einem festgesetzten Termin erscheinen. Das Ergebnis ist technisch veraltet, voller Bugs und mit todlangweiligen Missions- und Leveldesigns. Kritiker zerrissen natürlich das Spiel, auf welches sich die Fans der Alien 3 schon seit Jahren gefreut haben. Nichtsdestotrotz hat das Spiel eine Bewertung von 76% bekommen. Aus Mitleid oder was? Batman Forever erschien 1995 und war das Spiel zum gleichnamigen Film von Joel Schumacher, Batman Forever. Dieser Teil von Batman gilt übrigens neben Batman und Robin als eine der schlechtesten Verfilmungen. Die Spielversion von Batman Forever legt aber noch einen drauf. Die Missionen sind monoton, die Musik ist scheiße und die Ladezeiten sind zu lang und unterbrechen manchmal sogar das Spiel. Im Großen und Ganzen ist es also ein Spiel, was ich mir als Kind unbedingt zu Weihnachten wünschen würde. Nicht. Das nächste Spiel dürfte einigen von euch bekannt sein und zwar heißt es Duke Nukem Forever. Ganze 15 Jahre lang wurde die Fortsetzung von Dukes Abenteuer angekündigt und verschoben und wieder angekündigt und dann wieder verschoben, bis es endlich 2011 rauskam und alle Fans enttäuscht hat. Veraltete Grafik, ungenaue Steuerung, lahmes Gameplay. Das einzige, was das Spiel noch einigermaßen erträglich gemacht hat, war der Humor von Duke, den man halt von ihm kennt. Sonst war das Spiel scheiße. Das Spiel VIP stammt nicht von irgendeinem daher gelaufenen Amateurentwickler, sondern von dem Branchenriesen Ubisoft. Das Spiel kam 2001 für die PlayStation 1 und PlayStation 2 auf den Markt und war das Spiel zur Serie mit Pamela Anderson, die den gleichen Namen trug. VIP. Was auch immer das für eine Serie war. Grottige Grafik, ruckelnde Sequenzen und ätzende Quicktime-Event-Prügeleien machten das Spiel zu einem unerträglichen Trash-Erlebnis. Ich glaube, ich schenke dieses Spiel Sascha zu Geburtstag. Hört sich gut an. Das Spiel Virtuoso kam 1995 für die Konsole 3DO raus. Die Konsole selbst floppte nämlich wegen des zu hohen Preises, die kostete ganze $700 und ist heute eher bekannt für die hohe Anzahl schlechter, kurioser Games. Ganz vorne mit dabei der Shooter Virtuoso. Man schlüpft in die Haut eines Rockstars mit lang blonden Haaren, der aus irgendeinem Grund in die virtuelle Welt flüchtet. Das Spiel war sozialkritisch gedacht, ist aber eher peinlich geworden. Man kämpft in drei kurzen, aber unglaublich schweren Levels nicht nur mit unzähligen Gegnern, sondern auch mit richtig schlechter Steuerung und furchtbarem Gitarrensoundtrack. Das hört sich nach Spaß an. Der Actionfilm Robocop wurde durch viel Blut, Humor und sozialkritischen Einschlag zum Klassiker. Leider nicht so wie die gleichnamige Shooter-Umsetzung von 2003. Kein Wunder, da stecken nämlich die berühmten, berüchtigten Macher von Superman 64 dahinter, von dem ich am Anfang erzählt habe. Geil on, gut gemacht. Im Spiel fehlen teilweise Soundeffekte und das Voice-Acting soll unvergesslich sein. Also mal das Spiel ausprobieren oder... Wenn ihr Lust habt, probiert mal das Spiel aus. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Macht eh keiner von euch, oder? Das nächste Spiel ist Blackwater von 505 Game Street. Bei Blackwater, dem Lieblingsspiel von Anton, handelt es sich um ein privates Militärunternehmen, welches aufgrund seiner fragwürdigen Einmischungen in die Militärkonflikte auf der ganzen Welt als höchst umstritten gilt. Daher ist es ebenso fragwürdig, warum ein Entwickler überhaupt ein Spiel zu diesem Thema auf den Markt bringt. Ha? Ich frage mich, warum er das macht. Invasion Deutschland vom holländischen Entwickler Da Willex ist ein Ego-Shooter aus dem Jahr 2000. Manche Spiele sind einfach nur schlecht, manche sind so mies, dass sie wieder witzig sind. Zur letzteren Kategorie gehört auch Invasion Deutschland. In dem Spiel geht es darum, dass Deutschland von Aliens angegriffen wird und du als Spieler musst das Land retten. Und das tut man an bekannten Sehenswürdigkeiten wie am Kölner Dom oder beim Reichstag in Berlin. Das wahrscheinlich in so einer schlechten Grafik, dass man die Orte gar
nicht erkennen kann. Das Spiel hat eine Bewertung von insgesamt 52%. Und das letzte Spiel für heute ist wahrscheinlich das bekannteste aus der Reihe, die schlechtesten Games aller Zeiten. Die Rede ist natürlich von E.T. Schon beim Spielstart hast du als Spieler gar keine Ahnung, was du tun musst. Als E.T. läuft man durch unerkennbare Umgebung und wird von Männern in schwarzen Anzügen gejagt. Nur durch Einblick in die Spielanleitung hast du eine Chance weiterzukommen. Hammer Spielprinzip. Die Entwickler hatten nur ein paar Wochen Zeit zur Programmierung, weil das Spiel pünktlich zu Weihnachten rauskommen sollte. Ende 1982 war es dann endlich soweit und das Spiel kam in die Läden und wurde zum größten Flop aller Zeiten. Von 5 Millionen produzierten Spielmodulen wurden 1,5 Millionen verkauft, davon gab es aber einige Reklamationen, so dass insgesamt ca. 80% der Spieleinheiten am Ende des Tages nicht verkauft wurden. Ein Großteil der übergebliebenen Spiele wurde dann in der Wüste von New Mexico vergraben und wurde dann irgendwann 2014 wieder entdeckt. Darüber gibt es nämlich eine Doku bei Netflix, glaube ich, irgendwo, bin mir nicht sicher. Okay Leute, das war's für heute. Das waren 10 der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Tschüss.